Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier im Dryfield, ne, und haben dieses Riesenbaby besiegt. Das war schon echt heftig, Freunde. Und ja, wir haben Aya mal ein bisschen so halbnackt gesehen beim Duschen. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal hier rein. Direkt meine Cutscene hier für euch, Freunde. Story. Wo zum Teufel waren Sie? Ja, das stimmt, der war ja nicht da. Ich habe etwas nachgeforscht. Ist was passiert? Alter. Hier war die Hölle los. Genau. Das wusste ich nicht. Ich habe Infos über den Bunker gesammelt. Sie werden es nicht glauben. Was? Hören Sie gut zu. Die Frau singt gerade. Wissen Sie, was Retroviren sind? Retro. Okay. Sie verändern die DNS und verursachen Ebola und AIDS. Parasiten, die ihre eigene DNS weitervererben. Aha. Oh, sorry. Sie sind ja die Spezialistin. Wenn man nun diese Viren künstlich manipuliert. Vektorviren. Sie dienen als Überträger von veränderter DNS. Aha. In der Medizin werden sie künstlich hergestellt. Krass. Genau. Retroviren, die das Erbgut verändern. Was wäre, wenn sie die Fortpflanzung steuern würden? Die Erbinformationen werden weitervererbt. Sie könnten sogar eine ganze Spezies verändern. Auch beim Menschen finden sich frühe Anzeichen, dass die Erbinformationen oft verändert wurden. Okay, krass. Großer Gott. Neomitochondrien? Oh. Was ist los, Eier? Oh. Okay. Sie sehen blass aus. Es ist nichts. Diese Monster hier waren einmal Menschen. Exakt. Wenn die Neomitochondrien sich stärker vermehren, könnte weltweit das passieren, was hier vorgefallen ist. Ein endloser Albtraum. Zu welchem Zweck? Keine Ahnung. Aber eines steht fest. Die Viren werden in diesem Bunker hergestellt und werden durch die Luft übertragen. Holy shit. Wie bitte? Sie haben richtig gehört. Es bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen den Bunker finden und diesem Wahnsinn ein Ende setzen. Holy fuck. Ja, okay. Worauf warten wir noch? So gefallen Sie mir. Ich weiß auch ungefähr, wo der Eingang ist. Ich werde fahren. Laden Sie Ihre Ausrüstung auf den Laster. Verstanden. Ich warte hier. Machen Sie schnell. Wow. Leute, richtig krasse Story-Happen, den wir hier wieder bekommen haben. Ja, es geht hier tatsächlich um Viren, wo irgendwas eintransplantiert wird und wo sich dann halt alle Menschen in so komische Viecher verwandeln. Und das ist schon sehr krass und das passiert wohl gerade in diesem Bunker, Leute. Und ja, das müssen wir jetzt natürlich unbedingt verhindern. Und das Ding ist, die Scheiße wird durch die Luft übertragen. Das heißt, wir haben echt nicht viel Zeit, Leute. Okay. Gut, was können wir denn hier? Eigentlich nichts, ne? Ja, tu mal die Riot weg. Tu mal die Riot weg. So. Ansonsten brauchen wir erstmal nichts hier im Bunker, ne? Okay, Leute. Ja, es ist an der Zeit, sich hier von Dryfield zu verabschieden. Bereit? Nein, 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 noch nicht. Ich will noch kurz zum Douglas. Los, Beilung. Ja, sehr gut. Ich lasse mir aber noch ein bisschen Zeit. Ich möchte noch mal zum Douglas, Leute. Ich möchte mich noch mal ausrüsten.
Das ist ganz wichtig, Leute. Ach du Scheiße, Leute. Nicht schon wieder so scheiß Pferde. Bitte nicht, ey. Ja, komm, dann mach schnell hier Dings. Plasma, bevor der angerannt kommt. Nein, das war zu früh, verdammt. Okay, dann mach den halt erstmal kaputt da. Ah, lauf! Oh, Gottes Willen, ey. Oh, lauf doch mal! Oh Gott. Mensch. Mach mal hier Combustion. Nein. Wow, zack. Und auf das Pferd da. So. Ich hasse die Dinger, ey. Mann. Ah, hier in dem Raum habe ich schon einige Failen sehen. Der Raum, der ist echt krass hier. So. Und wutz. Sehr schön. Und ja, zack. Puh, den haben wir geschafft, Leute. Wow. Den Raum haben wir geschafft. Flair, nice. Sehr geil, Leute. Flair ist richtig gut. Okay, dann heil dich einfach nochmal. Wir sind unserem MPs zwar fast weg, aber ja. Dryfield ist gecleant, Leute. Ja, das reicht natürlich nicht, ne? Ist klar. Gut. Ja, wir müssen in dieser Folge definitiv zum Bunker. Allerdings möchte ich vorher nochmal ganz kurz zum Douglas. Ich glaube, der hat da nämlich ein kleines Leckerli für uns hier. Was ist jetzt hier mit? Eine grüne Luxuslimousine, ja, ja. Grünes Schrottauto, ne? Schade, sagt sie nichts. Ich dachte, sie sagt nochmal grünes Schrottauto. Okay, egal, Leute. Gut. Hallo, Douglas. Na, endlich. Ich möchte mich bedanken. Schauen Sie mal in die Kiste. Die MP ist etwas schwer. Aber sie kann 100 Schüsse hintereinander feuern. Man beachte das Magazin, es hat... ich weiß, ich weiß. Danke für das Geschenk. Wow, Leute. Eine MP hier in dieser Kiste drin. Genau, Leute, das ist die schwere Pistole. Die gucken wir uns direkt mal an. Das Ding ist richtig, richtig nice. Das Ding werde ich sogar im Bunker benutzen, Leute. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich die Rifle... denke ich mal, nicht benutzen. Muss ich mal gucken jetzt. Also muss ich mir jetzt mal alles mal überlegen hier. Schwere Pistole, Leute. Schaut euch mal das Ding an. Das ist so krass. Das Ding kann echt 100 Schuss hintereinander abfeuern. Das ist so heftig. Es ist halt nur sehr schwer, ne? Und es benutzt die 9mm Parabellum, Hydra und die dritte Muni. Und das ist eine richtig geile Wumme. Ich glaube, Leute, damit werde ich im Bunker rumrennen. Richtig, ja. Flair haben wir auch. Das würde ich mir sagen, packe ich mal hier rein. Ja, hier werde ich dann auf jeden Fall mal die andere Waffe reinpacken. Ne? Hier die neue. Hier die M950. Und lad die mal nach mit Hydra-Muni. So, Leute. Dann haben wir ja jetzt hier noch ein bisschen was zu tun. Weil ich glaube, das wird jetzt das letzte Mal sein, dass wir hier erstmal was kaufen können. Genau deshalb, wir haben keine MP-Wasser mehr, ne, sehe ich gerade. Ne, haben wir leider nicht. Ich kann auch nichts hier machen, ne. 258, ne, das ist zu teuer, Leute. Okay, egal, ist da was? Ich kaufe bei ihm einfach was. Was darf es denn sein? Gib mir mal bitte ein paar MP-Wasser. Mach mal 3 Stück. Dann sind wir nämlich erstmal voll. Seien Sie vorsichtig, ja. Und dann würde ich sagen, nehme ich eins davon. Genau, und die anderen beiden verschiebe ich dann mal. Ich habe ja genug Platz hier. Oder eins nur, ja, okay. Mhm. Genau, Leute, ansonsten... gibt es hier erstmal nicht mehr viel zu tun, ne? Was darf es denn sein? Ich weiß halt nicht, soll ich diese Waffe hier kaufen... ich würde das Geld eigentlich ganz gerne aufsparen, weil noch eine Waffe und noch eine Muni ist irgendwie doof. Nee, das ist mir zu teuer, ganz ehrlich. Seien Sie vorsichtig. Aber Moment mal, hast du noch was bei Sonstiges? Hast du da Flair oder sowas? Schade, nee. Nur Blitzlicht oder Mace. P-Wasser. Nö, Leute, ich bin so gut wie voll. Ja, ich glaube... die Backschoss lasse ich erstmal ausgerüstet. Ja, ja. Die Backschoss lasse ich erstmal ausgerüstet. Habe die beiden anderen Waffen drin. Habe ein bisschen Medizin drin. Flair drin.
und 1 MP Wasser habe ich drin. Dreimal Medizin, 1 MP Wasser. Mach einmal Medizin raus und tausche die gegen MP Wasser. So, Leute. Gut, dann sage ich jetzt erstmal... Ich glaube, dann haben wir es wirklich, ne? Ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen... Tschüss, Mr. Douglas. Wir machen uns auf in neue Gebiete. So, Leute. Dryfield ist gecleant, ne? Ist sauber, komplett. Hier waren wir echt lange, aber das Gebiet war auch echt cool, finde ich. Sag mal, wie ihr das Gebiet fandet. Ich fand es super hier in der Wüste. Und ja. Jetzt müssen wir nämlich genau hier... Da ist ein Weg. Da müssen wir jetzt nämlich hin. So. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen... Ja. Gehen wir mal hier mit dem Keil. So, Leute. Wir verlassen Dryfield. Kann es losgehen? Ja, es geht los. Also los. Holy shit, das Geräusch war laut. Aber ja, wir fahren. Mhm. Genau, Leute. Wir müssen CD2 einlegen. Jo. Dann würde ich mal sagen, jo, mache ich das mal. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. Also, so, da bin ich wieder. Boah, Gott sei Dank hat das geklappt, Leute. Mesa im Außenbezirk von Dryfield. Moja-Wüste. Zum Glück hat das geklappt, ich dachte schon. So. Cutscene. Die Pferde wieder. Einfach mal die Absperrung killen, ne? Lieber Keil. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall düster. Ach du Scheiße. Ja. Oh mein Gott. Das war krass so. Genau. Medigan. Mich hat's erwischt. Na super. Was hat dich denn da erwischt, Medigan? Also wirklich. Mensch. Oh nee, Leute. Pferde. Ich hasse die so. Aber Moment, bei denen können wir einen Trick anwenden. Und zwar schaut mal. Ah, schade. Es hat nicht geklappt. Gleich zeige ich euch bei denen einen kleinen Trick hier. Weißt du was? Mach einfach einen Feuerball. Da das ja jetzt nicht geklappt hat hier. So. Okay, Leute. Gut. Sind sie okay? Halb so schlimm. Ich halte die Stellung schnell in den Stollen. Echt sorry. Was für eine Pussy, ey. Also wirklich. Was für eine Pussy. So, Leute. Bei denen hier gibt es einfach einen Trick. Und zwar, lasst die hier unten hinrennen und die fallen runter. Schaut mal. Das ist so geil hier. Die fallen einfach hier den Abgrund runter. Unten sehe ich Dryfield. Genau, hier ist nämlich ein Abgrund. Und, ja. Wir lassen die jetzt einfach alle hier runterlaufen, würde ich sagen. Anstatt hier unsere Muni zu verballern. So. Wenn das immer klappt, ist ja gut. So, weiter. So. Wie viele kommen da jetzt noch? Genau. Oh, das ist doof hier. Das ist doof. Lauf! Ach, verdammte Kacke. Der ist jetzt natürlich doof hier.
Dann lauf gegen den LKW. Ah, verdammt. Bei denen müssen wir nämlich aufpassen, weil die können uns nämlich auch runterschubsen. Oh, Leute. Oh, nee. Ach, verdammt. Ja, da habe ich jetzt reingegriffen. Da habe ich jetzt echt reingegriffen. So, dann... Okay, komm. So, kommst du jetzt hier? Komm, komm mal angerannt hier, los. Ach, weißt du was dann halt nicht? Was soll denn das? So, mach die beide im Arsch. So. Da kommen nämlich noch mehr Leute. Und warum ist der so nah dran? Oh, Leute, lauf runter! Ach, verdammte Kacke, ey. Die laufen nicht immer runter, Mann. Das ist das Problem. Beide auf einmal. Geil. Und den dann noch. So. Kommen noch mehr, ne? Ja, ja, da kommen noch mehr Leute. Es ist so krass hier, wie viele Pferde hier kommen. Aber hier gibt es ja diesen netten Trick. Ja, dann komm her, los. Anstatt, dass er da so lange rumsteht. So, jo. Das war's, würde ich mal sagen, ne? Gibt's hier noch ein paar Pferde? Ich glaube nicht, nein. Sehr schön, Leute. Die Szene haben wir geschafft. Wow. 550 BP. 825 XP. Ja, Leute. Medizin Level 3 auf jeden Fall rüber. Hydra auf jeden Fall rüber. Und das ist Rifle Muni, Freunde. Von der anderen Wumme. Die lasse ich aber liegen. Weil die andere Wumme haben wir ja nicht, ne? Was ist denn hier? Jetzt geht's hier noch weiter, oder was? Warum ist die Mucke jetzt noch so am Abgehen? Boah, Leute, ich bin so froh, dass das jetzt hier die Wechsel geklappt hat. Wirklich. So. Unser Inventar ist ziemlich voll, ne? Aber die eine Waffe hier habe ich doch. M93R, die kann ja weg. Die normale Waffe brauche ich im Bunker nicht. Zu schwach. Die ist nachgeladen. Die ist ausgerüstet. Die ist nachgeladen. Nö, passt. Ich glaube, dann können wir jetzt mal uns mal hier ein bisschen umschauen. Was haben wir denn hier? Auf dem Weg zum Bunker wurden wir angegriffen. Wir sind hierher geflohen. Aber der Laster ist futsch. Und der Bunker noch weit. Hä? Futsch? Verdammt. Da steht doch hier der Laster. Na gut, nee. Geh mal hier raus. Ich will gucken, ob du irgendwas zu dem Laster sagst. Schade. Egal, Leute. Wenn die Monsterhorde jetzt eingreift, sind wir tot. Ich kann nicht einfach raus. Wir sollten uns im Stollen versteckt halten. Ich lasse das Tor lieber geschlossen. Ja, okay. Das klingt vernünftig, Eier. Das klingt sauvernünftig. Okay. Ah, das ist echt so eine Mine hier, ne? Gefahr, betreten verboten. Achtung, Steinschlag, betreten auf eigene Gefahr. Finde ich etwas übertrieben. Okay, naja gut. Wenn du einfach mal so Warnsignale ignorierst, ne, das ist ja wieder so typisch Eier, ne? Eine umgekippte, rostige Lore. Gut, haben wir hier unten noch irgendwas? Ja, wir gehen jetzt in eine Mine rein, Freunde, in eine Mine. Eine Wachstube, die Tür ist zugenagelt. Wurde wohl lange nicht benutzt. Eine verlassene Wachstube. Sagst du jetzt im Fass noch irgendwas? Nichts drin. Schade. Gut, Leute. Sagst du noch was zu dem Truck hier? Der Laster ist futsch. Nee, da ist er doch. Hä? Naja, egal, Leute. Gut. Würde ich sagen, auf in neue Gebiete. Medigen, ob er okay ist. So, Leute. Oh, das sieht doch schon wieder dumm aus, wirklich. Weißt du was? Nimm hier das Flair, Eier, komm, nimm das Flair. Damit die... Das ist hier nämlich ekelig. So. Und putz. Und putz. Da ist noch einer. Lauf! Ach, Mensch, Eier, der hat so lange gebraucht zum Stürmen, ne? Und du bleibst einfach da stehen. Was soll denn das? So. Ja. Willkommen im neuen Gebiet, Leute. Eine Mine, also. Oh, die Musik hier, die ist schon echt gruselig, ne? Was haben wir denn hier? So neue Räume, Leute. Neues Gebiet, komplett neues Gebiet, neue Karte. Die Ostmine. Hm, da sehen wir unsere Box. Moment mal, da ist ein Forged Tunnel, Leute. Gut, was haben wir denn hier? Was ist das?
Ist das irgendwas? Sagst du irgendwas dazu? Eine handgesteuerte Weiche. Sie ist eingerostet. Eine verrostete Weiche. Gut. Ja, das ist schon echt spannend hier, Freunde. So eine Mine hier einfach mal so. Wow. Gut, dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein. So. Was haben wir denn hier? Da ist irgendwas Rotes, ne? Was ist das da? Ist das ein Feuerlöscher oder so? Nix. Okay. Was ist das hier? Eine Lore versperrt den Weg. Die Bremse. Ja, dann löst die einfach mal. Okay. Spring rein. Das hätte doch mal was, ne? So ein kleines Minen. So ein kleines Lorenz-Minispiel hier. So, gibt's hier... Ach du Scheiße, ich hab grad so Schiss hier irgendwie, ja? Das ist... Minen sind immer gruselig, Leute. Minen sind immer gruselig. Sie steckt fest. Lässt sich nicht bewegen. Ja, gut, Leute. Was haben wir hier noch? Was ist das da? Step. Ein großes Brett. Robuste Eiche. Sehr stabil. Ein robustes Eichenbrett. Ja, super. Gibt's hier sonst noch irgendwas oder lässt sich nicht bewegen? Vorsicht, Gefälle. Ja, super, Leute. Das war's hier. Ein robustes Eichenbrett. Hä? Ich steh doch hier dran. Naja. Pff, gut. Dann war das hier erstmal nutzlos. Gehen wir mal raus hier. So, Leute. Ja. Dann gab es ja hier noch diese andere Tür. Na, Moment. Boah, diese Musik, ne? Die ist so heftig, Leute. Okay. Was haben wir hier? Tunnel. Okay. Da ist eine Lore. Boah! Um Gottes Willen, ihr blöden Goblins, ey. Was erschreckt mir ich denn? Was erschreckt ihr mich denn so, ey? Verdammte Hacke. Ich war hier voll auf Grusel aus hier. Da kommen diese blöden Mistviecher da rausgesprungen, ey. Ich glaub's ja nicht. So. Kommen die einfach aus der Lore da raus. Ja, super. Firefly, sehr gut. Firefly können wir immer gebrauchen. So, die Lore, die ist leer. Na gut. Gibt's hier irgendwas in diesen Kisten drin? Diesen Loren. Irgendwas. Ah ja. Die ist umgekippt. Das ist beunruhigend, dass hier Loren umgekippt sind. Ne? Da scheint irgendwas Heftiges passiert zu sein. Alte Gasflaschen. Sie sind verrostet. Die Anlage muss ziemlich alt sein. Aber warum brennt hier Licht? Die Glühbirnen sind sogar neu. Hm. Nichts Interessantes. Das stimmt, ne? Wenn das so verlassen hier ist, warum brennt hier Licht? Mysteriös, mysteriös, Leute. Gut, gibt's hier irgendwas noch? Nee. Gut. Nächste Tür, Freunde. Nächste Tür. Haben wir hier irgendwas drin? In der Lore ist nichts. Nichts von Interesse. Was haben wir denn hier, Leute? Gorge. Okay. Oh, da ist ein Loch. Okay, da ist eine... Oh, ich hasse es ja so Brücken, ne? Die Schienen sind kaputt. Ein tiefer Abgrund. Hm, aber der Kai ist doch hier reingerannt, ne? Ich könnte rüberspringen, aber ist zu riskant. Mensch, ah ja, nie springst du irgendwo rüber. Ob Medigan schon vorgegangen ist? Es ist dunkel unten. Mysteriös, vielleicht ist er abgestürzt. Oder der ist halt rübergesprungen, wo du dich nicht traust, ah ja. Ja, das kann sein. Einen Moment, ich muss mal gerade ganz kurz niesen. Oh, so, da bin ich wieder. Ja, ich musste ganz kurz niesen. So. Leute, da ist ja ein Loch, ne, wie ihr seht. Ich gehe nochmal kurz zurück. Hier ist ja dieses Loch. Ne?
Und wir haben ja... Ach, coole Musik im Hintergrund. Irgendwie so... Bisschen so Gitarre, cool. Wir haben ja ein Brett gesehen. Genau das Brett werden wir hierfür brauchen, um darüber zu kommen. Ja, das ist irgendwie ein simples Rätsel. Aber es ist so, das ist die Lösung, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal in den Tunnel da unten rein. Ach, und diese blöde Nachricht da, die lasse ich da jetzt irgendwie, oder? Moment mal. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier die ganze Zeit so eine Werbung kriege hier. Ach, verdammt nochmal. Einen Moment, Leute. So, da bin ich wieder. Kurz die Werbung weggemacht. Und ja, das ist schon das Rätsels Lösung hier. Also, man braucht hier dieses Brett, um, ja, wie gesagt, da über diese Stelle zu kommen, ne? Was ja logisch ist. Jetzt willst du es auch hoffentlich mitnehmen, oder? Ein robustes Brett. Damit könnte ich. Es sieht schwer aus. Trotzdem musst du das mitnehmen. Brett erhalten. Ja, alles klar. Die Frage ist, wo ist es? Wo hast du es hingesteckt? In deine Handtasche? Ich glaube nicht. Naja, egal, Leute. Kleiner Logikfehler. Aber auf jeden Fall kommen wir da jetzt erstmal weiter. Ja, das ist sehr interessant hier, ne? Irgendwas will uns ja den Weg versperren. Hinten sind nämlich zwei Türen. Eine Refuge und eine Gorge. Leute, das sieht sehr interessant aus hier. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal... Packen wir mal da hinten das Brett drauf. Gut, Leute. Ich mache schon wieder das Falsche. Key-Item. Ah, hier ist das Brett. Ein 3 Meter langes Eichenbrett. Die Kanten sind abgenutzt. Und trotzdem willst du es hier benutzen. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Jo. Eichenbrett hingelegt. Und es war schwer. Jetzt kann ich rüber. Sehr schön. Aber das hört sich wackelig an. Ach du Scheiße, Leute. Weißt du was? Einmal Plasma. Komm. Am besten nochmal Plasma. Zack. Direkt. Und sofort runter da. Los. Und 12 MPs und MP-Wasser. Sehr schön, Leute. Ja, das war klar, dass sobald wir hier drüber gehen, dass dann irgendwelche Viecher rauskommen. Ne? Boah, das hört sich nicht gesund an, Leute. Aber hier auch nicht. Also gehen wir schnell von der Brücke hier runter. Was haben wir denn hier? Hier steht Tor 1. Es ist zu. Zugesperrt. Es ist fest verschlossen. Was haben wir da? Nichts. Dann haben wir hier noch so eine kleine Holztür. Ja. Notsammelstelle. Unbefugtes Betreten verboten. Aha, eine Notsammelstelle also. Okay, gut, dann würde ich mal sagen. Boah, das ist so gruselig hier, ne? Schon etwas unbehaglich. Ah, hier ist so ein kleiner Storage Room hier. So ein kleiner Aufenthaltsraum, ne? Ist hier irgendwas? Die Sachen sind relativ neu. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Was haben wir hier? Ein Eisenschrank. Drinnen sind Z und Z Schokobonbons. Hast du Hunger? Ja. Z und Z. So, so. Was haben wir hier? Oh. Das ist unser nächstes Rätsel, Freunde. Das ist unser nächstes Rätsel. Allerdings, wie ihr hört, meine Uhr ist angegangen. Und das ist doch wieder ein perfekter Zeitpunkt, um hier einen kleinen Cut reinzumachen. Das ist Muni. Eine Muni-Kiste. Aber die brauchen wir gerade nicht. Gut. Haben wir hier vorne noch irgendwas? Nö. Dann haben wir hier noch das Telefon. Ein Telefon. Sieht alt aus. Aus funktioniert. Ein Freizeichen. Dann ruf mal an. Ah, Baldwin. Was gibt es? Eine Horde von NMCs? Sind Sie sicher? Verstanden. Ich werde die anderen zusammentrommeln. Untersuchen Sie den Stollen. Helfen Sie diesem Detektiv. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, mache ich das mal, aber das machen wir erstmal bei der nächsten Folge.
Ja, wir sind jetzt hier voll in einem neuen Gebiet drin, in so einer Mine. Und ja, wie es hier weitergeht, Freunde, das wird verdammt spannend. Wie es hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Ja, dann würde ich sagen, speichere ich jetzt erstmal. Also habe ich schon gespeichert und mache dann jetzt erstmal Schluss. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.